Was ist denn mit Jule? Sind jetzt alle verliebt? Was ist denn los? Ach Julius, im Frühling fühlt man sich generell viel wohler und besser. Durch das schöne Wetter ist man gut gelaunt und hat viel mehr Lebensfreude. Ach hallo, da seid ihr ja. Bei uns ist es Frühling geworden. Hoffen wir jedenfalls. Auf jeden Fall fühlen wir uns alle erleichtert und beschwingt. Wollt ihr wissen, wie wir die Zeit nutzen und ob das so bleibt? Dann bleibt dran. Ach, und wenn ihr noch mehr tolle Geschichten für Große und Kleine sehen möchtet oder auch lehrreiche Videos, dann vergesst doch bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit auch ihr irgendwie ein Teil unserer Familie werdet und kein Video mehr verpasst. Also bis gleich. Zieht euch mal bitte an. Wie wird's denn heute, warm oder kalt? Es wird so wie gestern. Das sagst du jeden Tag. Ja, und meistens stimmt es doch. Bernd, oft genug stimmt es auch nicht. Schau doch mal bitte nach, was der Wetterbericht sagt. Ja, ist ja gut. Ah, heute ist übrigens meteorologischer Frühlingsanfang. Frühlingsanfang? Frühlingsanfang? Wir sind gleich wieder da. Ja, aber nur meteorologischer. Nanu, wo sind Sie denn hin? Was habt ihr denn da angezogen? Das ist doch Frühlingsanfang. Nur aus meteorologischer Sicht, also aus Sicht von den Menschen, die das Wetter vorhersagen. Ja, also wird es warm. Im Frühling ist es immer warm. Nein, das stimmt so nicht. Es ist nur statistisch durchschnittlich gesehen wärmer als die vorherigen Monate. Hä? Das heißt, dass die Temperaturen, die Sie in den letzten Jahren gesammelt haben, für diese Zeit anzeigen, dass sich andeutet, dass es jetzt langsam wärmer wird. Hä? Das verstehe ich nicht. Kann ich jetzt in den Garten? So wie du angezogen bist, ist es zu kalt. Bitte zieht euch einen Pullover und eine lange Hose an, dann könnt ihr raus. Vielleicht sogar ohne Jacke. Okay, machen wir. Oh, schaut mal, da sind schon die ersten Blümchen. Wie schön die aussehen. Schau mal, da ist ein Hase. Das ist ja wirklich außergewöhnlich warm für diese Jahreszeit. Ich setze mich mal in den Liegestuhl. Willst du nicht was im Garten machen, wo das Wetter schon mal so gut ist? Nein. Ist doch viel zu früh. Das mache ich erst nächsten Monat. Komm, Juju, spielst du mit mir Fußball? Au ja, Fußball. Aber wir spielen nach richtigen Regeln. So wie ich immer in der Pause mit den Jungs Fußball spiele. Wieso spielst du denn mit den Jungs? Du bist doch ein Mädchen. Na und? Mädchen können ja auch Fußball spielen. Und ich spiele immer mit Leon, Paul und Maxi. Und die sagen sogar, dass ich ganz gut bin. Dann lass uns spielen. Ach ja, Mama. Was ist denn? In den Osterferien ist wieder Fußballcamp. Kann ich da hin? Wir wollten doch eigentlich... Bitte, 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 Mama. Meine Jungs sind auch immer da. Deine Jungs? Na dann okay. Mal schauen, ob noch Plätze frei sind. Mama, das ist echt wichtig. Der Leon ist nämlich auch da. Der ist irgendwie süß. Aha, den magst du sehr gerne. Ich mag die alle. Aber Leon mag ich besonders. Bist du etwa verliebt? Nein, so ein Quatsch. Ist gut, wir schauen mal. Oh, schaut mal, da ist Tiger. Warum rennt Tiger denn weg? Der rennt nicht weg, der folgt der Katze. Er hat eine neue Freundin. Wieso denn? Tiger? Komm her, na komm, Tiger. Jule, Tiger ist jetzt beschäftigt. Er hat eine Freundin gefunden und spielt jetzt mit der. Ist der auch verliebt, so wie Jule? Bin ich
dich doch gar nicht. Ja, vermutlich schon. Das müssen die Frühlingsgefühle sein. Was sind denn Frühlingsgefühle? Also im Frühling, da blüht man wieder auf. Man wird wacher, hat mehr Energie und freut sich auch auf neue Abenteuer. Während man sich im Winter ja eher fühlt, als ob man sich verkriechen möchte. Im Frühling blüht auch die Liebe auf. Och, wie süß. Ich glaube, Tiger hat tatsächlich Frühlingsgefühle. Aha, ganz toll. Und was machen wir jetzt? Ist es wirklich warm? Können wir jetzt ein Eis essen? Eigentlich eine gute Idee. Lass uns zum Eisladen in der Stadt gehen. Da wäre mir jetzt auch danach. Aber es ist schon spät. Können wir das nicht morgen machen? Wie wird eigentlich das Wetter morgen? Papa sagt immer so wie gestern. Stimmt ja auch meistens. Aber ich glaube, ich habe gelesen, dass diese warme Phase vorbei ist und es morgen kälter wird. Mit Wind und Regen und eventuell sogar Sturm. Na dann lass uns das mit dem Eis noch heute erledigen. Also kommt, Kinder. Wow, das ist aber eine lange Schlange. Wollen wir wirklich warten oder gehen wir lieber heim? Es ziehen dunkle Wolken auf. Nein, nicht heimgehen. Das ist versprochen. Wir können jetzt nicht weggehen. Es war versprochen. Die Wolken sind sehr dunkel, aber das schaffen wir schon rechtzeitig vor dem Regen. Na los, dann stellen wir uns an. Jule, hallo. Hallo, Leon. Ist das der, in den du verliebt bist? Julius, pst. Was? Was? Na, du hast doch gesagt, dass du... Julius, was möchtest du denn gleich für ein Eis haben? Schoko, Vanille oder Stracciatella? Was nimmst du denn für eine Sorte? Weiß nicht, ich mag Vanille und Schoko. Was nimmst du denn? Stracciatella. Ich glaube, das habe ich schon mal probiert. Jule, wir sind dran. Was möchtest du denn jetzt? Schokolade. In Ordnung. Hier, bitteschön. Ich glaube, ich nehme auch Schokolade. Oh nein, kann ich das aufheben? Nein, das geht jetzt nun wirklich nicht mehr. Ach, schade. Das erste Eis des Jahres und dann fällt das auch noch runter. Das ist ja doof. Gut, dass ich meins noch habe. Bernd, hast du mitbekommen, was passiert ist? Ja, habe ich. Und was habe ich damit zu tun? Jule hat ihr Eis versehentlich herunterfallen lassen. Ja, und? Was habe ich damit zu tun? Ne, das ist jetzt doof. Bekommt sie ein neues Eis? Nö, ist doch gar nicht notwendig. Schau doch mal. Hier, du kannst mein Eis haben. Wirklich, willst du es nicht mehr haben? Doch, aber sonst hast du ja keins. Ich schenke es dir. Das ist aber lieb von dir. Vielen Dank. Bist du am Montag in der ersten Pause wieder dabei? Wobei soll sie sein? Na, beim Fußballspielen. Julius, halt dich da raus. Na klar, ich habe auch noch neue Ninjago-Karten. Ich wollte nur fragen. Ninjago-Karten, super. Welche hast du denn? Oh, vielleicht sind die Frühlingsgefühle übergesprungen. Also ist Jule doch verliebt. Das wäre aber ein bisschen früh. Bernd, bist du etwa eifersüchtig? Ich? So ein Quatsch. Jule, komm, wir müssen nach Hause. Können wir noch kurz im Garten weiterspielen? Es wird gleich anfangen zu regnen. Dann kommen wir schnell rein. In Ordnung. Tiger ist noch immer nicht aufgetaucht. Der hat ja jetzt eine Freundin. Hoffentlich kommt er nachher wieder nach Hause. Da ist schon wieder der Hase. Das ist bestimmt der Osterhase. Meinst du aber, das dauert doch noch, bis er kommt? Mir wird langsam kalt, lass uns reingehen. Moment, ich muss noch was mitnehmen. Danke, Julius. Aber sag mal, hast du die im Garten gepflückt? Ja, die haben mir doch so gefallen.
Das ist lieb, aber ich hätte es viel schöner gefunden, wenn sie im Garten geblieben wären. Da hätten sie noch länger geblüht, als wenn sie jetzt in einer Vase stehen. Entschuldigung, das verstehe ich nicht. Ist schon gut. Hier in der Vase sehen sie ja auch schön aus. Eigentlich ist es ganz gut, dass Julius die gepflückt hat. Ich habe gerade im Wetterbericht gelesen, dass es heute Nacht wieder Minustemperaturen geben soll und sogar Schnee. Das hätten die Blümchen draußen sowieso nicht überlebt. Schnee, muss das denn sein? Ich will jetzt Frühling haben. Hast du Angst, dass deine Frühlingsgefühle weggehen und du nicht mehr verliebt bist? Ich bin nicht verliebt. Aber Mama, können wir mich jetzt zum Fußballcamp anmelden? Sonst sehe ich die Jungs die ganzen Osterferien lang nicht. Ach, hallo, da seid ihr ja noch. Wenn ihr noch mehr lustige, spannende, nette und aufregende Geschichten für Große und Kleine sehen möchtet, solltet ihr unbedingt unseren Kanal abonnieren. Dazu klickt ihr einfach das runde Symbol hier an. Wenn euch das Video gefallen hat, solltet ihr auch unbedingt den Daumen-Hoch-Button drücken. Ihr wisst, dann freuen wir uns sehr. Die Frage der Woche lautet diesmal: Freut ihr euch schon auf den Frühling? Oder sagt ihr, ach, der Winter ist gar nicht so schlimm, der kann ruhig noch bleiben? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wir freuen uns darauf. Bis bald!